Der große Unterschied zu Deutschland ist hier die Cremigkeit, die Fülle. Wie schmeckt eigentlich ein Riesling aus dem Elsass? Das Elsass, die französische Grenzregion zu Deutschland, quasi auf der anderen Rheinseite gelegen, teilt sich eine lange Historie, eine sehr bewegte Geschichte mit Deutschland, die auch nicht immer friedlich war. Allerdings gibt es weinbaulich und eben auch landschaftlich da große Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede. Deswegen haben wir uns heute mal einen Riesling aus dem Elsass ausgesucht. Wir probieren mal gemeinsam, wo die Unterschiede hier im Glas liegen. Das ist eine sehr tiefe, gelbe Steinobstfrucht. Also ein bisschen Weinbergpfirsich, gelber Weinbergpfirsich. Mirabelle auch. Es hat eine kleine Assoziation zur Pfalz vielleicht, so ein bisschen fruchtig. Aber ein bisschen Zitronenmelisse, sowas leicht Zitrisches, aber nicht so scharf, wie das in Deutschland oft der Fall ist, sondern viel ausgewogener, viel balancierter wiegt das hier im Glas. Leichte Hefeprägung auch, so ein bisschen süße Hefeteignoten irgendwie. Weißer Pfeffer vielleicht ein bisschen. Ja, am Gaumen merkt man das auch. Der große Unterschied zu Deutschland ist hier die Cremigkeit, die Fülle. Der Wein ist einnehmender in seiner Art, sehr intensiv, aber die Säure verteilt sich etwas gleichförmiger, ein bisschen weicher über die Zunge. Es kommt nicht so rassig und nicht so gerade, wie vielleicht ein deutscher Riesling das oft hat, sondern es ist eine ganz feine, gelbe Mirabellenfrucht, die sich ein bisschen zitrisch auch nach hinten rauszieht, aber viel, viel weicher, viel, viel samtiger vom ganzen Mundgefühl. Und trotzdem hat es eben immer noch dieses Vibrierende, was der Riesling natürlich hat, dieses Spiel, keine Frage. Aber die ganze Haptik ist anders. Und das ist, was den Elsässer Riesling wahrscheinlich am meisten vom Deutschen unterscheidet. Natürlich haben wir eine höhere Reife in der Regel im Elsass etwas. Es ist eine sehr warme Region, es ist eine trockene Region. Tatsächlich eine der trockensten in Frankreich, obwohl es so weit nördlich liegt. Das liegt daran, dass zum einen der Rhein und im Rücken des Elsass die Vogesen dieses atlantische Klima, was normalerweise ins französische Inland reinzieht, abhält und auch den Regen abhält. Das heißt, über die Vogesen kommt fast kein Regen mehr ins Elsass rein. Es ist unglaublich trocken dort. Colmar tatsächlich eine der trockensten Städte Frankreichs, gemessen am Niederschlag. Und es zeigt sich in den Weinen. Sie sind reif, aber trotzdem sind sie eben nicht so mediterran wie zum Beispiel im Rhonetal. Es ist immer noch eine nördliche Weinbauregion, ja. Wir haben eine schöne Frische, auch hier eine erhebende Frische in dem Wein. Aber es ist doch durchaus reifer und runder und fruchtiger, als es vielleicht in Deutschland manchmal der Fall ist. Mhm. Gleichzeitig ist der nächste große Unterschied wahrscheinlich, abgesehen von dem Terroir, auch der Ausbau. Im Elsass wird sehr viel mehr, auch beim Riesling, mit einem biologischen Säureabbau gearbeitet. Das heißt, während der Gärung, nach der alkoholischen Gärung oder teilweise auch schon während der alkoholischen Gärung, während des Ausbaus, können die Äpfelsäure durch Milchsäurebakterien mikrobiologisch umgewandelt werden in weichere Milchsäure, die sich dann etwas in einem cremigeren Mundgefühl, in einer etwas gefühlt niedrigeren Säure ausdrückt. In Deutschland ist das sehr untypisch. Im Elsass wird das bei vielen Rieslingen so gemacht, auch bei diesem hier. Das ist wahrscheinlich der größte aromatische Unterschied, den man eben hat. Dieses cremige Mundgefühl, diese Dichte. Gleichzeitig haben die Weine aber auch eine Ruhe, eine Ausgewogenheit dadurch. Sie wirken ein bisschen harmonischer, ein bisschen gelassener insgesamt von der ganzen Aromatik. Haben nicht dieses Vibrierende, was deutsche Rieslinge oft haben, keine Frage. Bodentechnisch ist es Elsass wahrscheinlich mit einer der komplexesten Regionen in Frankreich. Es gibt unglaublich viele, viele verschiedene Bodenarten dort. Es hat auch hier so leichte Anklänge von ein bisschen Kalk und Kreide in der Nase etwas. Gleichzeitig so leicht rotfruchtig, gelbfruchtige Sachen, die man auch in der Pfalz oft hat, von den Buntsandsteinböden, die es hier in dem Ortswein Orschwihr eben auch gibt. Und gleichzeitig ist aber das Elsass
wahrscheinlich mit die komplexeste Region tatsächlich in Frankreich von den Böden. Es ist ein Mosaikgestein aus vielen Verwerfungen, aus verschiedenen Bodenschichten, tektonische Bewegungen, vulkanisches Gestein, Schiefer, ist eigentlich alles dabei. An den Hanglagen, vor allem, wo die Grand Crus sitzen. Und etwas weiter am Hangauslauf runter ist es dann etwas tiefer. Die Böden werden lehmiger, ein bisschen kiesiger, etwas mehr Löss dabei und sowas. Da werden die Weine etwas voluminöser, kann man sagen. Und die Toplagen sind eben überwiegend an der Hangseite der Vogesen in den etwas kargeren Böden, die unglaublich komplex sind. Und man kann sich da richtig rein experimentieren. Man wird im Elsass fast jeden Weinstil und Bodenstil finden. Das ist super spannend. Insgesamt empfehle ich den Elsässer Riesling jedem zum Essen. Es sind unglaublich gastronomische Weine. Es sind Weine für Leute, die vielleicht ein bisschen Probleme haben mit der Säure, die gerne etwas weichere, ein bisschen cremigere Weine mögen. Und das ist im Elsass definitiv gegeben. Und ja, ich finde die Weine toll. Und zu jedem Essen sind sie ein megamäßiger Begleiter, finde ich, weil sie die Power haben und trotzdem die Eleganz und die Cremigkeit mitbringen.